Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sniper Elite V2 in Schnubbis Playground. Ich habe in der letzten Folge hier mir C4 besorgt. Glaube ich zumindest, dass es C4 ist. Und soll das jetzt hier auf der Route des Konvois platzieren. Ich denke mal, um ihm eine Falle zu stellen und ja, dann so einen Forscher damit aufzuhalten, weil er irgendwie ihr Ergebnis an die Russen weitergeben will. Ich werde mich hier mal in die Seitenstraße begeben. Da es eigentlich immer schlauer ist, wenn man stealthen möchte, als irgendwo auf Hauptstraße rumzulaufen, finde ich. Wir hoffen, dass hier... Ne, hier ist nichts drin. Immer mal nach Fenstern Ausschau halten, wo man dann einsteigen kann vielleicht. Oder Leute rausschießen könnten. So wie das Fenster oben zum Beispiel, aber ich gucke trotzdem erstmal hier weiter. Ups. Ach, hier ist nämlich noch ordentlich Munition und Minen, Stolperdraht und so. Oh, das war's hier aber auch schon. Mehr gibt's hier nicht, deswegen. Na, hoch da. Crouch ich hier mal ganz stylisch hoch. Ach, hier ist noch ein Klo, glaube ich. Ja. Diese wundervollen Fliesen an der Wand. Herrlich. Obwohl, nee, ein Klo war da gar nicht, aber ein Badezimmer halt. Und wieder üblich. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ups. So, jetzt aber. Keine Gegner auf der Straße. Okay, dann nicht. Ach, da ist einer. Bobby. Nehme ich den lieber mal mit. So ein einzelner Körper. Muss ja nicht unbedingt hier frei rumliegen. Ja, Munition ist eh schon voll. Gucke ich hier nochmal in die hinteren Räume, ob da noch irgendwas drin liegt. Oder noch ein Gegner ist, den ich ausschalten kann vorher. Bevor ich dann den Sprengsatz anbringe. Aber das sieht nicht danach aus. Hm, nö. Also. Hast du Schüsse gehört? Ja, wir sollten auf alles vorbereitet sein. Oh. Gegner sind ja also doch irgendwo noch. War da drin. Ich versuche einfach mal, die nicht zu töten. Zumindest noch nicht. Vielleicht entdecken die mich ja nicht, wenn ich jetzt hier ganz leise dran vorbeischleiche. Ah, ja. Sieht gut aus. So, das letzte Mal, bei der letzten Aufnahme, bin ich nämlich um einiges Rambo-mäßiger hier durchgerannt. Und habe einfach alles gekillt, was mir in den Weg gekommen ist. Dementsprechend hatte ich dann auch ein bisschen Stress mit Gegnern hier teilweise. Und von daher finde ich das ganz angenehm, dass man das auch eigentlich auch alles umgehen kann.
Ich hoffe nur, dass mir das nicht mit zum Verhängnis wird, wenn ich die halt am Leben gelassen habe. Statt sie niederzumetzeln. Hier ist überhaupt nichts, okay. Schade, wäre ein schöner Platz gewesen, um was zu verstecken. So, ja. Dann gehe ich mal hier rein, denn ich muss da oben auf das Gebäude. Blöderweise sind die Aufnahmen jetzt schon ein bisschen her und deswegen weiß ich nicht mehr, wo die ganzen, ja, wo die ganzen Goldbarren und so waren, die ich gefunden habe. Ich glaube, ich hatte in diesem Level 5 Stück gesehen. Bin mir nicht ganz sicher und ich weiß nicht, ich glaube, ich habe jetzt erst bei der neuen Aufnahme 1 oder 2 gefunden. Ich hoffe ja, dass es daran liegt, dass sie einfach noch kommen werden. Ja, keine Flasche. Aber wie krank diese Flaschen versteckt sein müssen. Ich bis jetzt noch keinen gefunden habe. Obwohl ich dieses Level schon mal gespielt habe. Im ersten Level habe ich auch keine gesehen. Obwohl ich das jetzt auch schon 3-mal gespielt habe. Also wenn ihr wisst, wo Flaschen ist, solange ihr mir nicht die Story spoilert, könnt ihr mir das gern verraten. Wo Flaschen sind, nicht wo Flaschen ist. Also ab in die Comments damit eben halt, ne? So. Was auch immer die da gerade machen. Die Wache pennt gelegentlich jetzt. Habe ich leider den Sound wegen der Aufnahme ein bisschen leiser gestellt als vorher und höre nicht mehr, ob er schnarcht, aber jetzt. Ja, jetzt schnarcht definitiv. Die Leiche wird durchsucht. Und weiter geht es. Hier. So. Ja, jetzt kommen wir hier zu einem kleinen Sniper. Ich weiß nicht, ob ihr den jetzt schon seht. Beim ersten Mal musste ich mich 2-mal von ihm anschießen lassen, bevor ich ihn gesehen habe. Nein. Hab ihn aber dafür getroffen beim ersten Mal. Eigentlich wollte ich das jetzt ein bisschen cooler machen mit Stolperdraht und sowas, dass der um die Ecke kommt, aber... Gut, dadurch, dass ich jetzt gefailt habe, den zu finden... Na, geht doch. Flash. Hier scheint keiner mehr zu sein. Ich bin auch nicht mehr ganz sicher, ob da jetzt noch einer stationiert war oder nicht. Aber dafür habe ich die anderen beiden auf die Straße gelockt. Das wäre jetzt natürlich nicht so prickelnd. Und mich nach hinten auch nicht abgesichert eigentlich. Aber naja, was soll man machen? Da unten geht es nicht weiter.
Also gebe ich jetzt auf meine Scharfschützenposition. Nachdem ich mich hier noch ein bisschen umgeguckt habe, was ich hier so für Sachen in der Umgebung finden könnte. Ja, scheint aber nichts weiter zu sein bis jetzt. Die kommen wohl alle erst gleich noch. Also ab. Und hier auch ab. Und dann bin ich auch schon da. Da ist der gute Professor, der die Daten an die Russen vergibt. Und ich soll jetzt dort drauf schießen, um den Konvoi aufzuhalten. Deswegen warte, warte, Feuer! Volltreffer. Beide Wagen voll erwischt. Ja, kleines Problemchen. Ja, die Kanister dort, die leuchten feuchtfröhlich, allerdings frisst das! Weiß ich nicht, wie ich das, wie ich die treffen soll, weil da die ganze Zeit die Kanone vor ist. Oh. Gut, da habe ich gedacht, die Kugel fällt weiter ab, als sie es wirklich tut. Wo sind hier noch Gegner? Hat hier nicht gerade jemand geschossen? Wohl nicht. Also widme ich mich den hier links. Ich schalte den Panzer erstmal aus. Ich weiß nicht, was es mit den Tanks auf sich hat, ob ich sie benutzen soll oder nicht. Werde das aber auf die brutale Methode lösen. Dafür ist das ja da, denke ich. Von der Nase durch die Schulter. Okay, dann warte ich den Atemmodus halt. Na, geht doch. Wunderschön. Ja, Frage ist jetzt, gehe ich noch nach unten und hole mir die Informationen? Oder mache ich erstmal die Pause? Ach, ich glaube, ich mache einfach mal die Folge ein bisschen länger. Irgendwo muss ja auch noch ein Gegner sein. Oder nicht? Weiß nicht. Ja, ich mache erstmal die Folge ein bisschen länger und hole mir lieber diese Information noch. Und mache dann danach die Pause. Möglichst jetzt nicht dem Feind in die Hände laufen.
wäre als Scharfschütze nicht so gut. Wie er sich jedes Mal wieder hinpackt. Frage ist jetzt, lebt dort noch jemand, vor dem ich Angst haben müsste, oder? Ja, jetzt kommt auf jeden Fall noch jemand. Achtung, Granate! Granate! Ja, macht mal eure Wagen kaputt. Ach, das war die falsche Waffe. Ah. Eigentlich wollte ich ihn ja stimmleise mit dem mit der Postille erledigen. Aber egal, so geht's auch. Hier ist auch der gute Professor, Doktor, Doktor, irgendwas. Landminen sind voll und die Ergebnisse habe ich. Ich guck nochmal hier in die Bar, denn da würde ich am ehesten eine Flasche erwarten. Uah! Wo kommt denn der Panzer her? Lustig, dass er durch Autos gucken kann. Egal, verstecke ich mich aber hier drinnen wieder. Nein! Böse, böse! Okay, soll ich sich erstmal ausruhen, um ein wenig Atem zu erlangen. Dann werde ich mal versuchen, dort diesen Kanister zu erschießen. So. Boom! Fahrzeugkill. Wunderschön. Das hat jetzt keine Gegner mehr angelockt, aber ich renne hier einfach mal so blindlings durch. Ach, wunderschön. Ja, damit wäre die Mission auch geschafft. Gesamte Spielzeit schon ein bisschen höher. Ja, 5 Barren habe ich auch wieder gefunden. Genauigkeit, naja, 75%. Wenigstens über die Hälfte getroffen. Und ja, damit beende ich dann diese Folge von meinem Let's Play Sniper Elite V2 auch. Und ich hoffe, man sieht sich in der nächsten Folge wieder. Bis dann und bye bye!